haben wir sie jetzt, die Frau, die wir am heutigen Abend am stärksten einschätzen. Nochmal, das ist kein Druck, den wir aufbauen. Sie hört das nicht. Hier ist Tatjana Holz, 30 Jahre alt. Ich bin unfassbar beeindruckt von ihr. Mit diesen Schrauben im Rücken, allein diese Vorstellung, so fit zu sein, diese Leistung abzurufen. Wenn die jetzt keinen Fehler macht, sehen wir die beide ganz weit vorne. Ja, Top-Schwung. Richtig, richtig gut. Jetzt schon. Sehen wir die beide ganz weit vorne? Ja, ich wollte dich mit reinziehen, aber du hast ja auch schon gesagt, dass du die ganz vorne siehst. Ach, von wir beide sehen sie. Ah. Ja. Was ich dachte, hast du dachtest, sie wären zwei. Ach so, nein. Das ist, glaube ich, so das. Alles gut, kein Problem. So. Holzi. Holzi, Holzi, Holz. Letztes Jahr schon im Halbfinale gewesen. Sie zittert, ja, ja. Denn wenn Tatjana Holz besser ist als sie, dann war es das mit der Halbfinalqualifikation für Alina Schwärzer. Die ist im Moment noch die zweitbeste Frau. Aber das wird sich, glaube ich, gleich ändern. Sie hier beißt gleich den Parcours kaputt. Also der Blick ist ein so unfassbarer Kämpferblick. Die ist richtig gut. So. Ja, verpulvert auch nichts. Nee, nee, geht's in den Tunnelsprung 2.0. Dann ist die Frage, was macht sie am Sprungtuch? Sie ist auch sehr viel schneller als Alina Schwärzer. Die war am Pendel nach 3.03. Wenn da jetzt nicht ein dicker Bock passiert und die weiß genau, was auf sie zukommt. Guck mal, direkt jetzt schön runter, dann wird sie Spannung in den Körper bringen. Die Beine gestreckt halten, nicht federn, nicht wegknicken. So, und das heißt, in diesem Moment ist sie im Halbfinale. Und zwar an der Seite von Andrea Forstmeier. Und sie ist besser als Andrea Forstmeier. Sie ist die beste Frau am heutigen Abend und damit sicher eine Runde weiter. Und sie ist übrigens damit, stand jetzt auch unter den Top 16, sie wird mindestens auf Platz 13 springen. Mindestens auf Platz 13. Stefanie Noppinger und Aline Schüssler, achtet auf diese Frau. Noch hier. Was ist das? Ja, Stefanie Noppinger, Aline Schüssler haben sich letztes Jahr den Fight geliefert um Last Woman Standing. Einen unfassbaren Fight, den. Boah. Und die haben auch dieses Jahr schon Leistung abgerufen. Ja. Stefanie Noppinger, die einzige Frau bisher, die es zum Buzzer geschafft hat. Aber sie hier will da auch abwarten. Hin. Guck dir das mal an. Ey, guck das dir ist das mal an. Unglaublich. Was für eine Athletin. Für mich die Leistung des Abends bisher. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber was Tatjana Holz hier abliefert, ist ganz, ganz großer Sport. Kommt das jetzt auch noch oder fliegt direkt rüber? Das ist auch erlaubt. Nein, nein, nein. Also unfassbare Leistung, ach, aber Schatz, jetzt hätten wir sie natürlich auch ganz am Ende gern gesehen. Willkommen im Halbfinale. Ja. Und das war ganz, ganz großer Sport, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren.